Schulfüller, hier zwei Modelle von der Firma Online. Online. Hier steht Germany. Die hier ein anderes Modell der Firma Online. Vom Prinzip her bringt die Firma hier, was die normalen Schulfüller angeht, einmal ein schlankeres Modell heraus und dieses etwas dickere Modell. Wir gucken uns das an. Wir sehen gleich aus der Nähe Feder mit Iridiumspitze, Standardpatronen. Zwei Stück passen hier rein. Wir haben leicht angedeutete Griffmulden, die aber dafür sorgen, dass der Füllhalter nicht vom Tisch rollt. Wir haben kein Tintensichtfenster, aber damit kann man ja vielleicht leben. Wir haben hier den riesigen Clip, der dafür sorgt, dass die Kappe nicht vom Tisch rollt, sonst normale Stabilität bei diesem Füllhalter. Hier das etwas korpulentere Modell. Sehen, das ist auch bei dem anderen, der lässt sich, also die Kappe lässt sich perfekt aufsetzen. Hier genauso. Wer also gerne die Kappe aufsetzt, hat hier das perfekte Modell. Man sieht hier, der Schaft geht dann direkt in die Kappe über. Hier bei diesem Modell genauso. Hier ein Plastikclip. Auch hier angedeutete Griffmulden. Hier, wir gucken uns das gleich an. Bei diesem Modell haben wir jetzt die Kalligrafiefeder, und zwar die schmalste Ausführung, die Online anbietet. Wir gehen etwas näher ran, sehen hier auf der Feder Online Germany und vorne sehen wir das Iridiumkorn auf der Feder aufgesetzt. Das ist wie gesagt der Standard-Schulfüller. Wir betrachten die andere Feder, die Kalligrafiefeder. Wir sehen hier Online 0,8 mm. Wir sehen hier die schmale Kalligrafiefeder, hier den Tintenleiter. Nochmal der Schaft aus der Nähe betrachtet. Wir sehen sehr schön gemacht. Entsprechend das andere Modell. Hier sehen wir die Griffmulde und den Schaft. Wir sehen hier mit aufgesetzter Kappe. Und wir betrachten, wie die Federn schreiben. Perfekt, ein richtig schöner Tintenfluss. Guckt euch das an, keine Aussetzer. Füllhalter, der richtig gut schreibt und einen schönen Tintenfluss hat. Wir betrachten das andere Modell mit der Kalligrafiefeder. Wir sehen, die Striche in dieser Richtung sind natürlich stärker als in dieser. Dadurch bekommen wir den typischen Kalligrafieausdruck in die Schrift. Dadurch bekommen wir eine kalligrafischere Anmutung der Schrift. Wir gucken, ob diese Feder aufsetzt. Nein, perfekt. Auf Druck reagiert sie kaum, aber das ist bei den meisten Kalligrafiefedern auch nicht üblich. Wir sehen also sehr schön gemachte Füllhalter. Hier der Kalligrafiefeder. Füller mit der 0,8 mm Feder. Es gibt sie auch in 1,5 und 1,9. Hier in diesem Video die
schmalste Ausführung, die sich für den täglichen Gebrauch eignet. Also ein perfekter Schulfüller für etwas ältere Schüler. Und hier die Standardfeder. Jeden der Online-Halter gibt es wahlweise mit Kalligraphiefeder oder mit, wie gesagt, der typischen Schulfeder mit aufgesetzter Iridiumspitze.